Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Spezialepisode 3. Eine spezielle Mission für Team Funkenherz. Die Welt ist in einer Phase des Friedens. Eine Phase, die hoffentlich ewig währen würde. Der große Krieg in der Welt der Menschen war endlich zu Ende. Darkrai war gefallen. Günther war zurück in seiner Heimat. Und die Determination war keine Bedrohung mehr. Es gab niemanden mehr, der den Frieden brechen wollen könnte. Dieses Mal hatten wir es ein für alle Mal geschafft. Nicht einmal der Anführer der dunklen Armee konnte uns noch etwas entgegensetzen. Frieden ist zwar etwas Schönes, was ich vor allem seit der beiden großen Abenteuer sehr wertschätzen gelernt habe, doch trotzdem brauche ich noch etwas Abenteuer. Nicht nur ich, sondern auch manch andere. Diese Pokémon treten Gilden bei, um dort das Abenteuer zu finden. Dort bilden sich Teams und Freundschaften. Mein Team war keine Zweckspartnerschaft oder eine neue Freundschaft. Unser Team hat nur 2 Mitglieder und trotzdem ist es wohl das bekannteste aller Teams der Knuddeluff-Gilde. Wir beide sind schon Vorbildung dieses Teams für viele Jahre Partner und Seelenverwandte gewesen. Solange wir zusammenstanden, konnte uns nichts stoppen. Wir, das sind Bulbi, meine Lebenspartnerin, und ich, Shinux. Wir beide stammen ursprünglich aus einer anderen Welt, sind jedoch auf unserer ersten großen Reise hier gelandet. Wir haben auf dem Weg Freunde gefunden und verloren. Wir haben die Welt gerettet, mehrfach. Wir waren nun wohl bereits das zweitberühmteste Team in der Geschichte der Gilde, selbstverständlich nach Teamrunde Ecken. Diese besondere Mission begann an einem weniger besonderen Morgen. Es war noch sehr früh und Bulbi und ich waren beide gerade aufgestanden und suchten nach einem Auftrag für den Tag. Wir wollten immer so früh wie möglich die Aufträge betrachten, da wir Angst hatten, dass sonst nur unfassbar simple und einfache Aufträge blieben. Auch an diesem Tag sahen wir uns wieder um, als der neue Gildensekretär uns unterbrach. Ehemals hatte diese Position einen Plaudergeil belegt, wurde uns erzählt. Nun, seit Ende des Krieges, gehörte diese Position niemandem anderem als Lord Ecke an. Er hatte sich Bisasams Ratschlag gut getan, ein neues Leben zu beginnen und war deshalb zu seiner alten Gilde zurückgekehrt, jedoch in einer neuen Position. An diesem Morgen zog uns auf unserer Suche nach einer Mission heran. Ich habe heute eine Mission, die in dieser Gilde vermutlich keiner außer euch bestreiten kann und will. Natürlich müsst ihr sie nicht annehmen, aber ich denke, sie könnte euch gefallen. Er reichte mir einen Missionsbrief. Bulbi und ich lasen beide, was die Mission beinhaltete. Der Auftraggeber war Ramaidon, ein bekannter Wissenschaftler und Archäologe. Als wir den Ort des Geschehens sahen, wussten wir bereits, weshalb Lord Ecke uns diese Mission überlassen wollte. Der Berg der Wahrheit. Die Mission spielte sich in der dunklen Welt ab. Doch die Aufgabe klang an sich nicht spannend oder anstrengend. Es ging darum, dass der Forscher Hilfe bei der Entschlüsselung mehrerer Tafeln brauchte, die er dort aufgefunden hatte. Neben dem Punkt, dass ihr schon in der dunklen Welt wart, habe ich mir gedacht, dass vielleicht ein dimensionaler Schrei von Nutzen sein könnte, Bulbi. Oder dass du es vielleicht auch so lesen könntest, Shinux. Wieso sollte ich diesen Text, den der Forscher nicht übersetzen kann, einfach lesen können? Es handelt sich um eine Sprache, die nur Wesen der Finsternis nutzen. Bitte versteh mich nicht falsch, die Zeiten, in denen ich mir Sorgen wegen dem Nick Crossman dir gemacht habe, sind lange zu Ende. Aber trotzdem wäre es möglich, dass du durch deine Geschichte vielleicht die Fähigkeit dazu hast. Entweder durch Nick Crossman oder noch wahrscheinlicher durch Darkrai. Es war ein Fakt, den ich oft versuchte zu verdrängen. Doch ich wusste, dass er recht hatte. Ich konnte meine Herkunft nicht ändern. Aber es änderte auch nichts an meinem Leben. Ich könnte wirklich Darkrais leiblicher Sohn sein. Meine Freunde und natürlich vor allem Bulbi würden trotzdem zu mir stehen. Diese sah mich etwas besorgt an,
vermutlich ängstlich, dass schlechte Erinnerungen aufkommen oder ich mich beleidigt fühlen würde. Betrachte es als erledigt. Wir werden in wenigen Tagen zurück sein. Bulbi, die nach meiner Antwort wieder deutlich erleichterter wirkte, stellte noch eine Frage. Wo befindet sich denn das nächste Portal? Grammaidon hat selber ein Portal aus der Region angegeben. Anscheinend befindet sich eines von ihnen in der Nähe der Schroffküste. Kennt ihr den Weg dorthin? Wir beide nickten. Die Schroffküste war zwar eine eher harmlose Gegend, jedoch hatten wir sie bereits oft auf dem Weg zu spannenderen Orten durchquert. Sehr schön, dann wünsche ich euch viel Glück. Unsere Reise dauerte rund 2 Tage. Als wir am Fuße des Berges der Wahrheit ankamen, wurden wir dort bereits erwartet. Guten Tag, ihr beiden. Seid ihr im Auftrag der Gilde hier? Ja, wir sind Team Funkenherz. Lord Eckhart hat uns die Mission anvertraut. Der Wissenschaftler schwärmte ein wenig. Das berühmte Team Funkenherz hat persönlich meinen Auftrag angenommen. Was für eine Ehre. Dann sprach er wieder etwas lauter. Sehr schön. Dann folgt mir bitte. Ich zeige euch den Ausgrabungsort. Er führte uns an die Rückseite des Berges, inmitten eines altbekannten Tunnels. Erinnerungen kamen hoch. Hier waren wir gewesen, kurz bevor wir in die damals zerstörte Welt gekommen waren. Hier waren wir Iveltal und Giratina begegnet. Der Forscher stoppte inmitten eines großen Saales, der bereits damals viele mystische Zeichnungen bot. Die meisten handelten von Darkrai. Ich sah mich noch einmal um und erschrak kurz. Dass viele der Gemälde die Zukunft zeigten, wurde uns bereits gesagt. Doch eines von ihnen, das mir bereits letztes Mal aufgefallen war, ergab auf einmal Sinn. Eine grausame, schwarz-rote Gestalt. Nun erkannte ich, dass es der dunkle Magier war. Auch Bulbi schien interessiert, jedoch kamen wir kurz darauf letztlich doch zum Punkt. Ein Haufen alter Steintafeln lag an einem frisch freigelegten Ort. Hier liegen die Tafeln. Ich habe leider keine Vermutung, was das alles bedeutet. Wenn ihr etwas herausfindet, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich sah mir die Tafeln an. Lord Ecke hatte recht gehabt. Da müssen Sie gar nicht warten. Ich kann das lesen. Offensichtlich konnte der Wissenschaftler mir nicht ganz glauben. Wie? Das kann doch nicht sein. Dies ist eine antike Sprache. Sie wird in unserer Welt nicht mehr verwendet. Schwere Geschichte, aber Sie können mir vertrauen. Es liegt an meinen Vorfahren. Dieses Wort für Darkrai zu nutzen, fühlte sich einfach falsch an. Also, soll ich vorlesen, was dort steht? Beide Pokémon nickten mir zu. Und so begann ich. Tag X. Anscheinend ist es ein Tagebuch, schob ich ein. Steht doch, von wem es stammt? Ich verneinte. Das erfahren wir vermutlich, wenn wir weiterlesen. Also, heute ist ein schicksalhafter Tag gekommen. Die Wahrheit hat sich mir offenbart. Die Zukunft und die Vergangenheit ergeben nun einen Sinn. Großes steht bevor. Etwas verunsichert blickte ich zu den beiden herüber. Beide erwiderten einen ahnungslosen Blick. Ich nahm mir die nächste Tafel. 4 Tage nach X. Die Vorbereitungen haben begonnen. Ich habe mich derer entledigt, die meiner Prophezeiung nicht glaubten. Ich habe ihnen allen die Chance gegeben, sich der Wahrheit hinzugeben. Doch sie alle weigerten sich. Ich werde in diesem Krieg alleine stehen. Und trotzdem stehen die Chancen gut für mich. Mit dem Wissen und der Macht, die mir geschenkt wurden, habe ich die völlige Kontrolle. Bulbi unterbrach mich, bevor ich mit der nächsten Tafel fortfahren konnte. Wer auch immer diese Tafeln geschrieben hat, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Ich habe ehrlich gesagt eine Vermutung. Ich war mir sicher, dass wir dieselbe Idee hatten. Ich und Bulbi wussten so gut wie immer, was der andere dachte. Darkrai? Darkrai. Stammten diese Tafeln wirklich vom gefallenen Krieger der Dunkelheit? 12 Tage nach X. 2 Pokémon haben sich mir angeschlossen. Sie beide glaubten an die heilige Prophezeiung, die mir geschenkt wurde. Da sie derzeit die einzigen meiner Anhänger sind, werden sie die Anführer meiner bald riesigen Armee. Und ich werde aus dem Hintergrund alles steuern. Zudem haben die Experimente begonnen. Wieder hinterfragte Bulbi die Tafel. Wenn dieser Text wirklich von Darkrai stammt, wer sind dann diese 2? Ich hatte eine klare Vermutung. Ich tippe auf Giratina und Iveltal. Grammaidon wirkte sehr verwirrt.
Ich verstehe nicht wirklich, worüber ihr da diskutiert, aber egal. Fahre fort. 23 Tage nach X. Die Experimente schlagen fehl. Doch meine Geduld bleibt bestehen. Viele Pokémon werden bereits auf meine Rituale aufmerksam. Doch es ist mir egal. Irgendwann wird es funktionieren. Zudem konnten meine beiden treuesten Krieger neue Teilnehmer für meine Armee anwerben. Erzittert Clan der Legenden. Die Zerstörung naht. Keine Unterbrechung dieses Mal. 30 Tage nach X. Die Dunkelheit wurde geboren. Ein Wesen, das nach Vernichtung lechzt. Nun liegt es an mir, das Gegengewicht zu erschaffen. Diese Kraft darf nicht zu viel Freiraum haben. Die Armee wächst. Viele Polizeistationen und Gilden lassen mich als Kriminellen suchen. Narren! Inzwischen war es sehr klar geworden. Es müssen Darkreistafeln sein. Aber was meint er damit, dass es an ihm liegt, ein Gleichgewicht zu erschaffen? Auch Bulbi wusste keine Antwort. Ich hoffe, eine der letzten Tafeln erklärt das. Aber es sind nicht mehr viele übrig. Mehr als hoffen konnten wir an dieser Stelle nicht. Und so fuhr ich fort. 42 Tage nach X. Eine Aura befindet sich auf der Wellenlänge dieses Planeten. Sie ist bekannt. Diese Entdeckung wird meine Pläne vereinfachen. Es wird mein mächtigster Mitstreiter werden. Und er wird es nicht einmal wissen. Die Armee wächst weiterhin. Viele Retterteams haben inzwischen versucht, mich zu stellen. Doch umsonst. Das Kopfgeld wird immer weiter erhöht. Doch es ist alles egal. Ich kenne alle ihre Schritte im Voraus. Die Experimente trugen noch keine Früchte. Es fehlt noch die letzte Prise. Ich muss mich beeilen. Nur noch 8 Tage. Ich hatte eine schlimme Vorahnung, als ich die letzte Tafel aufhob. 8 Tage bis... Was geschah? Tag Z. Es hat begonnen. Die Armee zieht in den Krieg. Die Dunkelheit zerstört die Welt. Der Clan der Legenden ist bereits stark zurückgedrängt worden. Auch ihre Zahlen schrumpfen. Sie hatten nie eine Chance. Inzwischen bin ich der gesuchteste aller Kriminellen. Doch sie erkennen die Wahrheit nicht. Und endlich waren die Experimente erfolgreich. Meine größte Kreation ist entstanden. Nun muss ich sie nur noch verteilen. Günther wird diese Kreation erhalten. Das reine Element ist geboren. Und eines Tages werde ich seine Macht entfalten. Und die Welt wird sehen, dass ich nicht verrückt bin. Die Welt wird sehen, wer der wahre Held der Geschichte ist. Das war die letzte Tafel. Einen Moment lang waren wir alle still. Bulbi schien diesen letzten Text nicht fassen zu können. Habe ich das richtig verstanden? Hat Darkrai in diesen Zeilen wirklich geschrieben? Ist Darkrai wirklich der Erschaffer des reinen Elements? Wenn ja, das würde alles verändern. Dann hätte er selber von vornherein gegen die Dunkelheit gekämpft. Er hätte sogar die einzig wahre Waffe gegen sie erschaffen. Sie hatte recht. Hatten wir Darkrai die ganze Zeit falsch eingeschätzt? Aber er hatte doch selbst versucht, die Welt zu zerstören. Es passte einfach nicht zusammen. Doch Darkrai wirkte unfassbar überzeugt davon, dass er tatsächlich ein Held war. Mit welchem Recht? Diese Tafeln brachten Licht ins Dunkel. Doch wenn es um Darkrai geht, ist die Finsternis informativer. Ich verstehe immer noch nicht wirklich, wovon ihr geredet habt, aber ich danke euch trotzdem für eure wertvolle Hilfe. Ich habe mir Notizen gemacht. Mein Ziel ist vorerst erfüllt. Eure Belohnung hat die Gilde bereits erhalten. Ich werde euch informieren, sollte ich weitere Tafeln finden, da sie euch sehr zu interessieren scheinen. Wir bedanken uns und verließen die dunkle Welt, ohne ein Bewusstsein jemals diese Tafeln verstehen zu können. Darkrai war vernichtet, und was wirklich hinter all dem steckte, würde wohl nie ans Licht kommen. Doch das musste es auch nicht mehr. Als wir wieder in der Gilde ankamen, wurden wir dort bereits von Lord Ecke erwartet. Ich habe gehört, dass ihr eure Mission mit Bravour gemeistert habt. Es war nicht anders zu erwarten. Ramaidon hat euch eine großzügige Belohnung hinterlassen. Leider nicht mehr ganz so großzügig, wenn man den Anteil der Gilde abzieht. Tut mir leid, aber daran kann ich auch nichts ändern. Das hat mich damals als Lehrling auch immer gestört. Wir lachten kurz auf. Wen interessiert die Belohnung? Dafür machen wir die Aufgaben ja nicht.
Aber es gibt etwas, das du wissen solltest, Lord Ecke. Ich entschied mich, dass auch er erfahren sollte, was wir erfahren hatten. Sobald wir die Gelegenheit hatten, würden alle das. Die Tafeln stammten von Darkrai und er gab ihnen an, dass er das reine Element erschaffen und verteilt hat, damit Günther es finden kann. Das Vulpix wirkte nicht weniger erstaunt als wir. Unfassbar. Zumindest wenn das stimmt, aber bei Darkrai ist das ja immer offen. Aber es ist wohl im Moment auch nicht so wichtig. Gönnt euch eure verdiente Auszeit. Wir nahmen ihn beim Wort und gingen an den Strand. Dieser Strand hatte eine ähnliche Atmosphäre wie der Baum in Silberdorf, nur etwas schwächer. Und für mich persönlich war der Baum in Silberdorf ja ohnehin ein Ort, den ich nie vergessen würde. Der Ort, an dem das Weihnachtsfest stattfand, das mein Leben damals veränderte. Wir setzten uns zusammen an die Küste und machten den Beutel auf, den Ramaidon uns hinterlassen hatte. Wir waren beide neugierig, was denn seine großzügige Belohnung war. Zwar machten wir die Mission nicht wegen des Entgelts, aber trotzdem war es immer wieder spannend zu sehen, was andere Pokémon abgaben. In dem Beutel befanden sich ein Gegenstand und ein Zettel. Der Gegenstand war ein seltsam aussehender Stein. Ich war zunächst verwirrt, jedoch strahlte er etwas Beruhigendes aus. Zusammen lasen wir den Zettel. An meine lieben Freunde, wenn ihr dieses Geschenk erhaltet, dann habt ihr mir bei meinen Forschungen helfen können. Hierfür danke ich euch von ganzem Herzen. Als Geschenk möchte ich euch diesen besonderen Stein übergeben. Ich fand ihn einst bei Ausgrabungen im Seelenwald. Er ist für jeden gestressten Abenteurer ein Traum. Seine besondere Aura sorgt dafür, dass es in seiner Umgebung deutlich einfacher ist, sich zu entspannen und Ruhe zu finden. Wenn man einmal wütend oder traurig ist, kann allein die Anwesenheit dieses Gesteines die Laune heben. Natürlich ist er kein Wunderheilmittel gegen seelischen Schmerz, doch er ist eine Medizin. Ich hoffe, er wird euch in eurer Zukunft helfen. Viel Glück, Ramaidon. Der besondere Fels lag zwischen uns auf dem Boden und die Wirkung, von der Ramaidon sprach, war zu spüren. Die letzten Sorgen in meinem Kopf waren verflogen. Ich spürte die Brise, die der Ozean uns brachte. Die Sonne strahlte angenehm auf mein Fell. Bei mir war diejenige, die mir am meisten bedeutete. Und so entspannten wir einige Zeit am Strand. Als es langsam Zeit war aufzubrechen, sah Bulbi mich an. Ich musste noch etwas Wichtiges sagen, Shinux. Auch der Strand in Schatzstadt brachte wunderschöne Momente, die ich auf immer im Herzen behalten würde. Auch wenn dieser Moment das baldige Aus unseres Teams zur Folge haben müsste. Was dieses Geheimnis ist? Um das zu erfahren, müsst ihr warten, bis an Heiligabend eine weitere Spezialepisode erscheint. Hoffentlich sehen wir uns dann wieder, damit ich das große Geheimnis mit euch teilen kann.